Müde. Was geht, Bros? Heute ist der zweite Tag. Ich habe die Nacht so scheiße geschlafen. Wir gehen jetzt mit... Kommen Sie rein. Ja, ja, mit nach unten. Und wir gehen jetzt gleich mit Dylan frühstücken. Geil. Ich werde mir ein genüssliches Avocado-Brot gönnen. Okay, wir sind hier gerade richtig rentnermäßig unterwegs. Wir sitzen eher fest. Was machen die Leute da draußen? Die haben da hinten gerade eben an der Leinwand gearbeitet, wurde direkt ausgetauscht. Perfekt, Indiana Jones war gestern. Heute ist Ladybug. Die lassen sich Zeit. Wir beobachten das Ganze hier, das Tempo. Wir schauen, ob das vielleicht noch hier ein bisschen flotter geht. Dann sind sie am Arbeiten. Einfach beim Regen. Die Arme, ey. Voll unbequem draußen. Ich meine, das ist voll kacke, weil es so regnerisch ist. Und voll kacke. Die Arme. Oh, tut mir mega leid gerade. Oh. Ich bin legit einen Tag in Berlin, ne? Und das Erste, was ich gefühlt höre, ist irgendeine dumme Oma, die zu mir sagt im Aufzug, kannst du nämlich mal schneller rausgehen? Das ist Berlin, ne? Ich gehe schon schnell, Entschuldigung. Ich sag so zu denen, ey, ich sehe irgendwie so, wie ich gerade aussehe, richtig russisch aus. Der so, stimmt, aber du bist voll die deutsche Kartoffel, oder? Ich war mir nicht sicher. Little did he know that I'm almost full Russian. Das ist jetzt ein Pancake. Der ist ein bisschen größer, als wir gedacht haben. Wir haben gesagt, wir haben ein bisschen Hunger noch. Ein bisschen. Dein Blick gerade ist so scheiße. Ich esse auch nur den unteren, der obere ist eigentlich nur Soße. Oh, und dann diese Butter. Und das ist noch ein bisschen zu kalorienarm. Hier ein Klotz Butter. Ich gehe weiter Leute beobachten. Das ist die achte Schulgruppe. Okay, ich kenne mich auch alle. Und glaubst du Schule? Nein, die sind zu winzig, oder? So was, die, glaubst du Schule? Nein, die sind zu winzig. So ein Kind kann man nicht in die Schule gehen. Also könnte schon gehen. Nein, guck doch. Nein, ich darf hier schwimmen. Ich soll gucken, nicht. Aber so ein Kind kann doch nicht so viel. Okay, so viele Kindergärtnergruppen. Guck mal, die Dinger sind doch winzig. Die sind winzig. Wir müssen jetzt shoppen, weil ich habe auch keine Wintersachen mehr dabei. Ich habe halt nur dieses Top. Und es ist halt ein bisschen dumm, es hat geregnet und weiß, ich habe nicht so viel dabei und ich plane ja noch für Polen. Ja, ich will mir eigentlich nur so ein kleines Jäckchen kaufen, weil mir kalt ist. Irgend so eine Sweaterjacke. So für 10 Euro. Irgendwo im Sale grab ich mir das. Da wird auch schon fett eingekauft. Weil mir geht's halt immer relativ schnell. Oh, nehme ich. Gefällt mir. Passt. Und recht angezogen. Der Typ gerade eben so, kann ich euch weiterhelfen? Und dann sagt er so zu mir, by the way, das sind so Männerhosen. Und ich so, ich weiß, ich krieg auch Männerhosen. Ich bin komplett fertig. Ich streame jetzt aber aus dem Experian. Ich zeige euch später alles, wie es ausschaut. Es ist so cool hier. What the fuck? Es ist so crazy. Da war gerade eben so ein Roboter, der fährt da jetzt so rum. Auf jeden Fall, da ist mein Streamingplatz. Ich habe Grilled Cheese bekommen und Donuts. Fucking Donuts, wie geil. Ich habe so Hunger. Ich habe wirklich, das Frühstück war mir nicht enough. Meine Magen braucht mehr. Und jetzt esse ich erstmal was. Dann kurz Reaction Stream und danach geht's ab nach Polen. Weil dort ist das Meet and Greet mit dem The Witcher Cast morgen und da werde ich euch auch mitnehmen, das wird auch wild. Ich habe jetzt gestreamt, jetzt geht's nach Polen, das ist mein Chat, der bedankt sich auch für den Stream. Grüße gehen raus an YouTube, ich meine an meinen Chat, aber die sagen Grüße gehen raus an YouTube. Es war mir ein Fest, ich wünsche euch eins. Moin. Ich bin übrigens gerade hier bei Experian Berlin, habe ich gestreamt. Da war mein Raum, cool. Cool, cool, cool. Danke, danke, danke. Und jetzt geht's zum Flughafen. Ich habe genau noch 3 Minuten. Hebt die Schere. Wir sind in Polen angekommen. Das ist das Hotel für eine Nacht. Morgen sind wir in einer anderen Stadt, oder? In Lodz. Wir sind jetzt in Warschau. Und morgen ist das Hotel. Oh mein Gott. Scheiße, ich habe im Event gesagt, wir sind in Warschau. Und alle so, hä, ist das nicht das Lotz-Ding hier? Und ich so, nö, ist Warschau. So sieht das Ganze aus. Das ist voll das geile Hotel. Ist von Netflix bezahlt? Über Netflix. Danke, Netflix. Hoffentlich Präsidenten-Suite, sonst kracht's. Holy shit, das hier ist mein Zimmer. Eingang. Boah, ich mag den Boden, ich mag die Bodenfarbe. Wunderschön. Die Tür, Schiebetür, oh, muss ich loslassen, aber ich mag hier diesen schwarzen Griff. Im Kontrast. Was ist das für ein schönes Badezimmer? Die Toilette. Ich finde es sehr schön. Für ein Hotel, Bombe. Cooler Spiegel. Riesenbett. Boah. Hä,
Ja, wenn ich sie behandelt wie eine Prinzessin. Ja, so muss das. So, wir sind vollzählig, wir sind jetzt in Polen. Hallo. Oh, da kommt der Wein. Da kommt das, was wichtig ist. Und morgen sehen wir Henry Cavill. Ich stell dem Spicy Fragen. Would you rather fuck Siri? Und kannst du ihn, du musst ihm die Frage stellen, ob er mal so Erotik-RPG bei World of Warcraft gemacht hat. Kannst du das bitte tun? Das wäre mir sehr wichtig, wäre mein Anliegen. Und das war auch das letzte Mal, dass ich von Netflix eingeladen wurde. Danke, war aber cool. Okay. Auf euch. Der ist Apfelsaft. Na, was hast denn du dir da geholt? Ich dachte, es ist größer, aber es sind so kleine Häppchen. Warte, ich atme. Weg. Na, die Suppe ist das. Also für einen Zahn. Und wenn du willst, kannst du gerne ein Chicken-Stückchen hier nehmen. Ich habe wirklich schon viel gegessen. Ich war in der Lounge am Flughafen, habe ich viel gegessen. Nimm dir ruhig die Hälfte vom Chicken. Nein, ich nehme mir so ein Stück nur. Ist das okay? Kannst du tragen. Oh, ey, danke, das ist unser Essen. Dankeschön. Also, geil, ist schöner. Next Mac. Irgendwie, das ist einfach, das ist eine Muschel. Habt ihr das mit dem U-Boot mitbekommen? Das implodiert. Ich höre mir seit 24 Memes, Stunden nichts anderes an, ich weil Nora die ganze Zeit drüber redet. Ich habe nur deswegen Nein-Gag runtergeladen. Ach, die ganze Memes. Scheiße. Das mag nee. Aber es ist. Können wir das nicht aufmachen, das Thema? Ja, sorry, ich bin dazu. Gibt es auch so ein ADHS-Ding übrigens? Ja, ich kann du weißt nicht, was es mit dem U-Boot vor sich hat? Ich habe irgendwas gesehen, U-Boot, aber ich habe nicht weiter. Oh mein Gott, jetzt einmal hier vielleicht so ein News-Artikel kurz einblenden, wo man sie so an der Seite sieht, in meinem Kopf. Also folgende: 5 reiche Leute sind mit 250.000 pro Person, haben die das bezahlt, um die Titanic zu sehen mit einem U-Boot. Super gefährlich, super tief, hat schon öfters aber funktioniert mit dem U-Boot und das U-Boot ist implodiert, die sind gestorben. Ja, man dachte, die leben noch, aber das ist explodiert, also implodiert. Was ist der Plan für heute? Du nimmst dich auf. Doch, hier steht Dreck. Hier steht Dreck. So ein Österreicher, der auch wohl so, we need a taxi. So wie dieses so, ja, ein Jahr Spanien oder ein Jahr Rack? Sag mal, was soll ein ich sagen? Jahr Spanien oder ein Jahr Rack? Ein Jahr was? Ein Jahr Rack. Ein Jahr Spanien oder ein Jahr Rack? Lisa, wir haben wirklich immer von 11-Jährigen. Das ist so lieb. Das ist ja, danke, danke, danke. Ach so, okay. Immer auf die armen Österreicher. Gäbe ihr einen Toxi? Ich liebe so österreichische und Schweizer Akzente. Ich find's lachkig, ich find's total toll. Okay, wir gehen jetzt zum Rooftop-Bar. Alkohol und Stoff. Einfach nur was zu Hause. Ich das einfach, wenn ich mal irgendwann so ein Buch aufsetze, einfach so meine Memoiren, oder das ist der Titel. Also ich finde, du solltest so einen Kiosk auch mal in Deutschland eröffnen. Ja. Der soll aber genauso heißen, oder? Alkonova Nonstop. Oh, das ist ein good one. Ich patentiere das. Ja, du kriegst 10%. Du kriegst 10%. Guter Deal, weißt du was ich meine? Machen wir so. So Leute, ein weiterer Tag ist vergangen. Ich hoffe, der hat euch auch ebenfalls sehr gefallen. Lasst gerne ein Like da, folgt auf Insta, Twitch und YouTube obviously rein. Wir werden uns morgen bei der Premiere sehen. Ich freue mich sehr. Meet and Greet mit Henry Cavill, The Witcher Cast generell. Ich erwähne es gerne mit Henry Cavill, weil wir kennen alle Henry Cavill. Ich bin sehr, sehr, sehr excited. Ich bin sehr excited. Sag ich euch, wie es ist. Ich freue mich extrem sehr. Gute Nacht. Ich habe einen Sitz.